Hey, du geile Stute. Ist das jetzt schon an? Hallo, ich bin der Harry, 52. Safari, Match Me If You Can, führt uns in die zum Teil skurrile und komische Welt des Online-Datings. Die App Safari sorgt in der Komödie für verschiedene Liebesgeschichten. Die einen suchen das große Glück, die anderen den schnellen Spaß. Ich freue mich auf eine Nachricht. Mit dabei sind renommierte Schauspieler wie Sebastian Betzel, Justus von Dohnányi oder Juliane Köhler, die mit Flirt-Apps vor den Dreharbeiten aber wenig bis gar nichts zu tun hatten. Also ich bin weder bei Facebook noch bei Instagram und Tinder habe ich überhaupt noch nie ausprobiert oder gesehen. Ich habe nur von Freunden gehört, dass sie es machen und fand das immer sehr suspekt. Ich bin nicht so, wie Bruce Berger das sagen würde. Das Internet hat wohl keine Zukunft. Aber ich mache nicht sehr viel auf dem Internet. Einfach nur die praktischen Dinge. So. Ich bin da sozusagen etwas oldschool. Auch wenn die Darsteller selbst kaum Erfahrungen mit Online-Dating gemacht haben, die Realität sieht anders aus. Allein Tinder hat weltweit 50 Millionen Mitglieder. In Deutschland sollen es 2 Millionen sein. Soziale Medien und Online-Dating sind für viele also kein Neuland. Es geht nicht um die große Liebe, es geht, glaube ich, um einen Kick. Es geht auch, es ist so eine Eitelkeit auch da, sich so bloßzustellen. Also ich frage mich dann auch immer, was die Leute auch nicht nur bei so Dating-Apps machen, wie sich die ins Internet stellen und wie die auch ihr Privatleben veräußern. Aber das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich finde, das gehört dazu. Und wenn man die Auswüchse und die negativen Seiten ein bisschen ausklammert und ein bisschen sortiert, dann ist das für den einen oder anderen, glaube ich, eine große Chance und eine große Hilfe und eine große Freude. Im Film wird mit Safari erst geschrieben und wenn es dann passt, trifft man sich zum Date. Es wird aufgezeigt, wie sich die Gesellschaft verändert. Das Kennenlernen von Menschen verlagert sich immer mehr ins Netz. Yes. Krokodil? Das ist jetzt halt so und ich glaube, es wird auch irgendwie wieder rückläufig werden, hoffe ich. Dass die Leute sich wieder daran erinnern, dass es eigentlich viel netter ist, wenn man sich in der Kneipe kennenlernt. Mir ist es doch lieber, die Leute einfach so kennenzulernen und im Café oder in der Kneipe oder so. Und den Film finde ich allerdings wichtig, und weil er einfach unsere Zeit beschreibt und einen Zeitgeist trifft. Und ich denke mal, das ist gut, dass wir uns darüber auseinandersetzen und dass wir gucken, wie die Menschen damit umgehen. Und ich denke auch, dass es in Ordnung so ist. Aber im Stillen und insgeheim hoffe ich schon, dass es irgendwann sich die Zeit wieder wendet und dass man dann vielleicht wieder ohne solche Sachen Leute kennenlernen kann. Trotzdem boomt aktuell das Internet-Dating. Ist es aber im Jahr 2018 in Ordnung, bei einem Pärchenabend zu sagen, dass man sich im Netz kennengelernt hat? Bei den jungen Leuten, glaube ich, sowieso, ist vollkommen wurscht. Und bei den älteren Leuten denke ich das auch. Das ist mitten in der Gesellschaft angekommen. Zu Recht. Ist auch super. Aber ich bin jetzt einfach, meine Datingzeit war Anfang der 80er. Also da gab es noch nicht mal Internet. Ich kenne ein paar Leute, die ihre Lebenspartner so kennengelernt haben. Und ich finde das super. Da sollte man offen mit umgehen. Und es ist gut, wenn man das so kann, wenn man das so will, dann ist es doch schön, wenn man so auf die Art an jemanden trifft. Das muss jeder selber wissen, wie er sich wo kennenlernt. Also das finde ich, das ist spannend, aber es ist eine spannende Frage. Aber im Endeffekt, ich weiß von Fällen, die sind wirklich sehr glücklich geworden. Die haben sich online kennengelernt. Ich weiß aber auch von Leuten, wo das halt 10 Jahre nicht funktioniert hat. Ob man sich jetzt eine Flirt-App oder ähnliches anschafft, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Die Komödie Safari Match Me If You Can, die auf dem Filmfest München Weltpremiere gefeiert hat, ist ab dem 30. August in den deutschen Kinos zu sehen. Ich freue mich auf eine Nachricht. Melde dich.